Ihren Winzer und seinen Vogel. Wir stellen uns der Verantwortung. Wir haben hier alles im Griff. Falls ein Lager mal undicht sein sollte, wie, das muss ich ja zugeben, die Affe, dann haben wir eine andere Lösung. Das sehen Sie hier. Wir sammeln den Bockvogel ein und bringen ihn in unser neues Lager. Da geht noch mehr, das ist sicher, da kann noch viel mehr rein. Darauf wollen wir hier eigentlich stehen, aber das liegt daran, dass jetzt um 13 Uhr sich die Bundesländer zusammensetzen nochmal, um die Endlagerfrage in Tüdelchen zu diskutieren und da eben Gorleben mit auf dem Tisch ist und wir sind der Meinung, dass Gorleben rauslassen kommt, muss das Gorleben nicht verwirklicht werden darf, weil es nur durch Lücken betroffen überhaupt noch als angeblich geeignet trotz bleiben soll. Und das können wir nicht akzeptieren, wenn man Endlager suchen will und das angeblich Ergebnis offen, dann kann es Gorleben nicht sein und es muss gleich rauslassen kommen. Und darum stehen wir hier, Druck auf zu machen, auch auf die Entscheider, Entscheiderinnen, damit Gorleben eben nicht zum Endlager wird. Wir hatten eigentlich gedacht, dass es 100.000 Jahre dicht. Nach 30 Jahren mussten wir leider auch öffentlich bekannt geben. Wir wussten es schon ein bisschen früher, dass da doch die Atomsuppe schon mit rumschwimmt. Und ja, dafür müssen wir eine ganz andere Lösung finden. Wir wollen den Atommüll aus der Asse herausholen. Entweder lenkt er sowieso raus oder wir holen ihn raus. Aber wir haben andere Lösungen, wir sehen das und die sind natürlich viel, viel besser. Die werden 100.000 Jahre halten. Die gleichen Gutachter, die eben Asse als sicher erklärt haben, auf ewige Zeiten, ja, die haben auch Vorleben, sind als sicher erklärt. Das sagt ja schon alles. Also wir sind da ganz sicher auf der sicheren Seite. Kann man ihn Menge dazu geben, ja. Früher wollten wir, dass ja, wir gar nichts mehr an den Herbst kommt, dass nichts mehr nach außen kommt in den 100.000 Jahren. Und das haben wir jetzt als unrealistisch angesehen und einfach mal gesagt, ach, da kann noch ruhig was nach oben kommen. Jeder Tausendste einer Generation, die dann im Umfeld lebt, der kann ruhig mal daran ernsthaft erkranken. Das müssen wir einfach in Kauf nehmen. Ja, so ist das halt. Wir lösen das Problem und sind da sehr zuversichtlich. Und wenn wir eben mal die Grenzwerte ändern, dann, dann funktioniert das schon. Wir weiter natürlich. Weil das Problem schon so, im Griff hat. Und aber es leckt immer noch weiter, leider. Immer sind noch den Atomkraftwerken am Netz und die Unterforderung hier, also die Atombewegungen natürlich, die sofort vom Netz zu nehmen. Erst dann kann man wirklich sinnvoll über Atommüll, Lagerung, dauerhaft reden. Bitte zurückbleiben, da ist der Sicherheitsvorne. Wir isolieren das Problem zu gut, wenn wirklich eben in Niedersachsen das Problem zur Sperrzone erklärt. Ja, vielleicht ein Stück von Brandenburg auch noch. Und dann haben wir das trotzdem erklärt. Also bitte hier in dieser Sicherheitssperre bleiben und hier nicht wieder Atommüll völlig frei verteilen. Also das wollen wir dann ja doch nicht. Wir wollen es ein bisschen eindämmen, das Problem. Ja, damit, herrlich! Ja, nicht. Immer rein in die Welt.